So, hey Leute, herzlich willkommen beim neuen Test hier auf meinem Kanal. Heute mit einem weiteren Food-Test natürlich und auch wieder mit rausgezogener Kamera. Ich will es mal ein bisschen so probieren, einfach nur, wie es ankommt. Wenn ich merke, es kommt gar nicht gut an, dann werde ich natürlich wieder zur alten Kamera greifen, beziehungsweise zur alten Aufnahme, Auflösung, Entfernung. Und ja, heute geht es weiter mit einem Food-Test, nämlich Corny Free Schoko. Dem einer der Urklassiker von Corny eigentlich, nur jetzt in der Free-Version, also ohne Zuckerzusatz. Und ja, wir kommen gleich zur Vorderseite, auch alles wieder in diesem schönen Blauton gehalten. Hier mit Schoko der Schokoschrift, mit so einem braunen Durchzug, hier die drei Schokostreifen. Natürlich braun statt weiß, wie bei der weißen Schokolade, hier Schokostückchen. Alles, wie wir es von Corny Free kennen. Wir haben 33% Vollkorn, ich glaube ein bisschen weniger als bei manchen anderen. Ohne Konservierungsstoffe laut Gesetz und ohne Farbstoffe, mega cool. Und wir haben 6 Riegel drin, so auch wie bei den anderen. Wir haben auch wieder die klassische Corny-Garantie. Das heißt, wenn euch irgendwas mit dem Produkt nicht passt oder sonst was, meldet euch bei der Verbraucherberatung von Corny. Da kriegt ihr das Geld zurück oder kriegt ein neues Produkt gesendet. Könnt ihr euch auf jeden Fall ausklären. Finde ich auch ganz gut. Auch wenn sowas unterschätzt wird und gesagt, ja, wir bringen schon für 1 Euro oder 1,50 oder was die kosten, so ein Ding zurück, sage ich ja, okay. Aber es gibt immer noch mehr als genug Leute. Die Leute müssen da weniger egoistisch sein und mehr aufs Gemeinwohl gucken. Weil auch wenn viele von euch oder wir oder ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll, vielleicht ganz gut klarkommen oder sonst was, gibt es immer noch Millionen, aber von Millionen von Menschen, Milliarden Menschen, will ich es eher schon so sagen, die weltweit sich so krass über 1,50 so oder das brauchen können für vielleicht dann doch was anderes. Und ja, deshalb will ich das nur erwähnen. Es ist möglich und ich finde es gut, dass Firmen sich dabei engagieren. Auf jeden Fall. So, okay, wir kommen jetzt zur Rückseite. Jetzt hier ein bisschen weniger Deep Talk. Wir wollen ja auch ein bisschen hier Power ins Video bringen. Also, wir haben die unauffällige Art, köstliche Schokolade zu genießen. Okay, ob die Schokolade köstlich ist? Okay, unauffällig stimme ich halbwegs zu, diese drei Streifen. Man könnte jetzt gar nicht denken, dass die so viel Geschmack bringen, aber ich lasse mich überraschen. Okay, und genießen soll man die ja dann auch noch. Oh Gott, dann kommen wir mal gleich zu den Nährwertangaben, dass ich so schnell wie möglich zum Geschmackstest komme. Wir haben einen Energiewert von 1358 Kilojoule, beziehungsweise 325 Kilokalorien. Fett haben wir 8,9 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren haben wir 5,0 Gramm. Kohlenhydrat haben wir 67,6 Gramm, davon Zucker 1,6 Gramm. Ja, das finde ich hier an sich wieder ganz cool, aber der Ausgleich werdet ihr gleich sehen, ob sich das dann auch so lohnt. Davon mehrwertige Alkohole haben wir 39,5 Gramm. Ja, was sind diese mehrwertigen Alkohole? Ballaststoffe haben wir 4,8 Gramm, Eiweiß haben wir 6,8 Gramm und Salz haben wir 0,43 Gramm. Relativ Corny-typisch, also Corny-Free-typisch, sage ich jetzt mal eher. Mal gucken, was uns erwartet. Schneiden für mich nicht ganz so gut wie diese Corny-Milch zum Beispiel ab, jetzt vom Geschmack. Aber trotzdem bin ich gespannt, was uns erwartet. Ups, oh Gott, jetzt hätte ich fast ausgerissen. Oh mein Gott, mein Herz. Leute, also für einen Tester, wenn man sein Produkt aufmacht, bevor man alles von der Verpackung. Okay, wir haben einen. Kommen wir zu den Zutaten. Wir haben einen Müsli-Riegel mit Milchschokolade und Süßungsmitteln. Ähnlich wie wir es von den anderen Freeze kennen, halt nur mit anderer Zuschrift. Zutaten. Wir haben als Hauptzutat Süßungsmittel Maltitsirup. Kennen wir auch schon. Vollkorngetreideflocken 12%, bestehend aus Gersten und Weizen. Hier haben wir kein Hafer. Vollkorn-Weizen-Crispies, bestehend aus Weizen-Vollkornmehl 11%. Weizen, Gluten und Gerstenmalzextrakt. Was ich hier auch mega cool finde, sie verwenden, das habe ich auch letztens immer noch gar nicht erwähnt, sie verwenden sehr viel Vollkornprodukte. Und das müssten sie gar nicht. Das wäre billiger für sie und sie müssten es nicht. Deshalb hier auch nochmal Props kurz an die Schwartauer Werke. Genau, auch produziert natürlich in den Schwartauer Werken in Bad Schwartau 23608. Schöne Grüße an alle aus Bad Schwartau. Aber nee, wollte ich jetzt echt nochmal erwähnen. So, dann haben wir nach den Vollkornweizen Crispies. Haben wir kakaohaltige Vollkornweizen-Crispies? Achso, okay, nochmal Crispies, aber jetzt halt kakaohaltige. Bestehen aus Weizenvollkornmehl, 10% fettarmen Kakaopulver. Auch aus der, also enthält von Natur aus Zucker. Ah, von der Rainforest Alliance Certified. Mega cool, also wir haben hier auch zertifizierten Kakao. Weizengluten und Vollmilchpulver. Dann haben wir als nächstes Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel. Okay, jetzt kommt die Schokolade. 9% Süßungsmittel Maltit. Hier auch. Maltit, nur dass ihr Bescheid wisst, ist, könnt ihr euch vorstellen wie ein Zuckeraustauschstoff. Wirkt ähnlich wie Zucker, steigt nur nicht so schnell den Blutzuckerspiegel, weshalb es rein medizinisch besser angesehen ist, zum Beispiel für Diabetiker etc. Aber trotzdem verarbeitet der Körper es ähnlich. Und ja, also man soll es nicht überschätzen, man soll es aber auch nicht unterschätzen. So, genau, dann haben wir also
Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel, eben Süßungsmittel Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator, Lecithin, ich denke Soja. Dann haben wir Cornflakes, Mais, Salz und Kerstenmalzextrakt. Ganz klassische Cornflakes, nichts Besonderes. Wir haben hier geröstete Erdnüsse. Okay, finde ich wieder cool, weil ich glaube, die hatten wir ein paar drin, aber in den Joghurt und... Ja, Joghurt hatten wir, ich glaube, da waren die nicht drin. Da haben wir Kokosfett, finde ich mega cool. Stabilisator Glycerin, finde ich so semi, eigentlich nicht cool. Salz als nächstes. Natürliches Kakaoaroma mit anderen natürlichen Aromen. Also das Coole ist schon mal, wir haben natürliches Kakaoaroma, also ein Aroma aus echtem Kakao. Aber diese anderen natürlichen Aromen weiß wieder kein Schwein, was das sein soll. Und als letztes haben wir auch nochmal Emulgator, Lecithin, ich denke Soja. Das war's mit den Nährwertangaben und den Zutaten. Gesundheitsnote gibt es ja auch insgesamt von mir eine, ich bin mal wieder ein bisschen härter jetzt bei dem Produkt, eine 4-. Die ganzen Vollkornsachen und alles ist ganz super, aber wir haben trotzdem viel zu viel von diesen Süßungsmitteln, Emulgatoren, Stabilisatoren und sonst irgendwas. Braucht der Körper nicht, ist unnötig. So, jetzt kommen wir aber zur Geschmacksnote, weil die Schokofree habe ich ehrlich gesagt auch privat noch nie gegessen. Deshalb freue ich mich, jetzt auch mal zu essen. Wir können es ganz normal hier aufmachen. Hier gibt es auch so einen Schlitz, aber ich kriege das immer nicht auf. Ja, jetzt super. Ja, auf jeden Fall alles aus Pappe, wie ihr seht. Finde ich auch ganz cool. Wir machen kurz, ja Mann, so kann ich doch viel besser. Hier haben wir die ganzen Riegel, 6 Stück. So, nehmen wir uns so einen Riegel mal raus. Bam. Corny Free Schoko. Ich bin gespannt. Wir machen den auf. Schaut schon mal jetzt ähnlich aus wie alle anderen Corny Frees. Das Krasse ist ja auch voll simpel gemacht eigentlich. Die haben immer das gleiche Grundprodukt und tun einfach zum Beispiel bei den Schokoladensorten verschiedene Streifen drauf. Alter, ganz anderes Produkt. Deshalb denke ich mir auch manchmal los, dass ich sie mal einzeln teste. Aber die feinen Unterschiede machen es manchmal aus. Und deshalb teste ich auch Sachen. Jetzt kommen wir zur Geschmacksnote. Ich bin gespannt. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt irgendwas erwartet, was mich egal ob positiv oder negativ umhaut. Aber es schmeckt sehr schlicht. Du hast einen intensiven, er ist intensiv, aber sehr milden Kakaogeschmack. Also Schokoladengeschmack will ich eher schon fast sagen. Und sonst hier der klassische Corny-Aufbau, wie man ihn halt kennt. Und die Schokolade gibt einen angenehmen Touch. Aber ich hätte fast noch mehr Geschmack erwartet, wie bei der weißen Schoko. Da ist es auch so, dass... Es schmeckt sehr intensiv nach dieser weißen Schokolade. Hier schmeckt es nach Schokolade, auch intensiv, aber halt sehr mild. Ja, so würde ich es jetzt am besten beschreiben. Geschmacksnote hier, ich weiß, manchmal ist es schwer, immer das spontan zu machen, aber ich will es ja eben nicht geskriptet haben. Das ist mir ganz wichtig, damit es einfach so relativ real alles rüberkommt. Aber Geschmacksnote hier gebe ich, ich hätte mir noch ein bisschen irgendwie kakaohaltigeren Touch gewünscht. Dafür, dass es halt, Leute... Corny Free Schoko. Wie beim Joghurt, das in die eklige Richtung fast schon ging, hätte ich mir hier sowas ein bisschen mehr in die positive gewünscht. Aber trotzdem, es schmeckt gut. Es kriegt eine 2+ von mir, von der Geschmacksnote. Ja, habe ich die Gesundheitsnote gesagt? Ja, 4-, natürlich habe ich. Eieiei. Leute, gibt mir keinen Herzinfarkt. Ja, Geschmacksnote gibt es eine 2+. Komme ich schon ganz durcheinander von den ganzen Videos. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Das war's mit den Corny Free Schoko und wir sehen uns dann beim nächsten Produkt. Immer schön happy bleiben, immer schön weiterschauen, immer schön den Daumen nach oben oder nach unten geben und immer schön abonnieren, da freue ich mich natürlich auch und vor allem immer schön happy bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.